Hallo Whisky-Freunde, willkommen zum nächsten Whisky-Video von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Wie erlebe ich sie? Ich mache hier Blindverkostung auf meinem Kanal. Wie bewerte ich sie? Ich sage ganz einfach, was wäre ich bereit für eine Flasche zu zahlen? So, und dann suche ich mir auch eine Flasche direkt aus. Und es ist die 69, yeah, die vorletzte Flasche in der Liste. Und hinter dieser Kappe steht eigentlich eine Nummer, die eigentlich erst aussagt, was das für ein Whisky ist. So, und dann wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Zup, zup, zup. So, alles klar. So, dann schauen wir mal. Er hat überreife Früchte, rote Früchte. Hat eine deutliche Alkoholnote. Ich glaube, dass er schon ein höherprozentiger Whisky sein könnte. Bisschen Sherry-Einfluss mit schönen Holznote. Ja. Könnte auch sagen Lakritz. Lakritz könnte es auch sein. Ja. Er wirkt rund, ein bisschen voluminös. Ja, ich glaube, der könnte was sein, ja. Also ich verspreche mir jetzt schon einiges. Obwohl, ich kann nicht tief in der Nase rein, dann kommt direkt die Alkoholnote. Ich habe jetzt schon Speichelfluss, ich freue mich wahrscheinlich jetzt schon. Naja, okay, gut. Prost. Also, er kam rein, direkt einen schönen Antritt, schöne, leichte, aber also nicht extrem, aber deutliche Süße, sagen wir mal, deutliche Süße, hat sich dann eine Frucht, dann wurde diese Frucht zu einer etwas nussigen Komponente und diese nussige Komponente, so Haselnusskomponente, hat sich dann weiterentwickelt zu einem, würde mal sagen, so Vollmilchschokolade. Abgang ist er immer noch, also ist immer noch vorhanden, es ist deutlich. Jetzt nicht die absolute Wucht, also nicht super kräftig, aber angenehm, schön. Und durchaus, also ich habe immer noch Geschmack auf der Zunge und im Gaumen. Also so gesehen ist es doch recht lang. Also ich habe was davon. Yeah. Gut, gut. Also das war jetzt doch schon ein guter Anfang, finde ich. Doch, der war nicht schlecht. Also auch vom Alkohol habe ich da jetzt nicht gespürt, dass der jetzt irgendwie höher wäre oder so. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, könnte so der Paul John sein. Weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier jetzt schon wieder drin habe. Den hatte ich, glaube ich, vor kurzem gehabt, aber schon dieses etwas Alter und trotzdem das ein bisschen das Junge dabei. Ja, es ist interessant. Ungefähr so habe ich gerade die Assoziation. Ne? Ja, weiß noch nicht so ganz genau, wo er hingehört. Mhm.
Also diese Holzschokoladennote. Also das ist wirklich für. Ich mag sowas. Lecker. Also ein sehr schöner Whisky hat wirklich einige Komponenten, die wirklich schön sind, wo ich sage, oh, toll. Ja, was wäre ich für diesen Whisky bereit zu zahlen? Ich wäre so bei. Ich habe gerade so einen Preis von 33 Euro im Kopf gehabt. Wirklich schöner Whisky mit einem Transition dabei. Also Transition ist ja eigentlich schon ein bisschen höher. 35, 36, 37. Bin ich 37 bereit dafür zu zahlen? Mit 37 Euro wäre ich zufrieden. Hätte ich gesagt, schöner Whisky, gefällt mir. Der hat Charakter, hat Süße, hat diese Tannine, die schönen Tannine, sage ich jetzt mal, diese Schokoladennote. Hier Milchschokolade, also eine etwas gedämpftere Form. Haut jetzt nicht also extrem auf die Zunge drauf. Also das ist ein Whisky, den man gut trinken kann. Ich würde diesen Whisky bei einem Whisky-Anfänger so als einer der letzteren Whiskys, vielleicht einer der vorletzten Whiskys sogar nehmen, wo er sich dann schon ein bisschen dran gewöhnt hat. Ja, den kann man auch mal unter den Tagen trinken, wenn man das zu Lust hat. Ja, muss jetzt nicht besondere Gelegenheiten sein, aber das ist ein Whisky, den man durchaus genießen kann. Also ich sage 37 Euro wäre ich bereit. Ich glaube, es ist ein schottischer Whisky. Ich tippe jetzt mal doch 12 Jahre, obwohl mein Bauchgefühl sagt mir, es ist keine 12 Jahre. 12 Jahre, 37 Euro. Schottischer Whisky, Single Malt. Das war's. 37 Euro. Jetzt löse ich auf. Ja, ihr wisst es ja schon, ich weiß es nicht. Und jetzt wird es für mich spannend. Relativ dunkel. Das ist die 106. 106. Und jetzt wird in meine Liste geguckt. Und dann weiß ich, was es für einer ist. 67, 82, 90, 104, 105. Und nochmal einmal kontrollieren, stimmt die Zahl? 106. Ich halte tief Luft an. Das ist der Inchmoen. 40 Euro. Schottland Highland Single Malt, 46%. Trocken, rauchig. Rauch habe ich komischerweise heute nicht gerochen. Komischerweise, ja. Eine süße Vanille und eine Prise Pfeffer. Geschmack süß mit rauchigen Schinken, Kaffeebohnen. Äpfel, Birne, warme, würzig mit Anis und Nelken. Schöne Geschmacksbeschreibung. Ich glaube, die sind besser als meine. Aber Kaffee und ja, das kommt so ungefähr schon hin. Lang und rauchig mit Zitrus und Stachelbeeren ist der Abgang. Amerikanische Eichen- und Bourbonfässer. Eichen- und Bourbonfässer. Bourbonfässer sind immer amerikanische Eichenfässer. Komisch. Vielleicht haben Sie ja was anderes gemeint. Vielleicht frische Bourbonfässer. Es ist übrigens, ja, 12 Jahre. Inchmoen, 12 Jahre. Also stimmte auch soweit ganz gut. Habe ich jetzt das zweite Mal in meinem Programm gehabt. Ne? Die Malts werden mit Potstills, mit Schwanenhals und Geradehals gebrannt. Also auch so eine Art, haben wir mal Destillerie Blend, ja, das ist da durchaus immer noch ein Single Malt. Ja, Inchmoen von Loch Lomond. Das ist,
Ja, die machen immer gute Produkte. Auch hier wieder mal keine Enttäuschung. 40 € habe ich gezahlt. Ich habe jetzt 37 € geschätzt. Ja, vielleicht war ich heute mal ein bisschen kritischer gewesen. Ich gucke mal gerade. Na, da ist er. Hei, 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 da wollen wir doch mal die Flasche zeigen. Bin mal gespannt, wie viel überhaupt ich drin habe. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe den längere Zeit nicht mehr getrunken. Ah, doch, die halbe Flasche ist noch da. Da ist er. Mit dem typischen Emblem drauf, ne? Kann man schlecht sehen. Ja, bietet. Ja, dass ich bietet heute nicht rausgeschmeckt habe. Okay. Heute scheine ich wohl ein bisschen bietetblind zu sein. Das kommt auch mal vor. Manchmal bin ich super empfindlich, da rieche ich das komplett raus. Aber heute will es nicht. So. Dann will ich jetzt mal meine Frage des Tages setzen und die wäre, was sind denn eure Lieblingswhiskys von Loch Lomond, die erhältlich sind und nicht teurer sind als, sagen wir mal, 80 €? Ja, also ich möchte jetzt keine Single-Cask-Sachen haben, sondern wirklich entweder Standard-Range oder Dinge, die man noch bekommen kann. Schreibt es in den Kommentaren rein, wenn ihr dazu Lust habt. Um einfach mal mir ein Feedback zu geben, was vielleicht ich mir auch noch holen könnte. Ich bin ein kleiner Fan von Loch Lomond. Ich finde, die machen eine ganz tollen Whiskys, gute Preis-Leistungs-Verhältnisse. Auch wenn ich heute mal 37 € bei 40 € gesagt habe. Aber man sieht schon, das ist schon die Kante, wo er eigentlich hingehört. Ja, das war's dann vom Blind Whisky. Ich hoffe, euch hat das Whisky-Video Spaß gemacht. Ich habe meinen Spaß gehabt. Bis dann. Tschüss.